Hi Leute, da sind wir wieder zurück zu Space Engineers Folge 58 mittlerweile. Wir haben unsere Bauplattform für unsere kleinen Objekte fertig gebaut und basteln jetzt hier an, was ist das, dieser Verbinder? Schalten den mal kurz ein und gucken mal hier, was brauchen wir? Wir brauchen ein bisschen Eisen, wir brauchen einen Verbinder die Leuchten und einen Blockverbinder. Okay, so rum ist der natürlich schwierig. Kriegen wir den nicht andersrum gebaut? Ah, wir müssen den, glaube ich, doch nochmal drehen. Gucken wir mal. 8. Das geht nicht. Okay, dann gucken wir hier mal rein. Projektorgierung erhöhen. Dann brauchen wir jetzt noch Gierung verringern. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Das ist die 4 jetzt, also die 5 erstmal wieder. So, dann gucken wir mal 6. Nee, 6 ist nicht okay. So. Dann gucken wir mal. Passt es? Okay, würde passen. Super. Okay. Dann das. Blockverbinder, ein bisschen Eisen und innen. Wie heißen die Teile? Hier so Innenleuchten, ne? So, das nehmen wir noch mit. Also, wir benötigen, was habe ich gesagt? Blockverbinder. Gucken wir mal. Jetzt sind wir schon wieder. Also, Verbinder, okay. Zeitschaltuhr. Boah, wo ist es denn? Ich suche immer diesen blöden Blockverbinder. Jedes Mal. Da ist er, Blockverbinder. Und dann diese Innenleuchten. Die sind hier nicht drin, oder? Sind die hier drin? Bin mir nicht so sicher. Ich glaube, die gibt es hier gar nicht. Man braucht für die aber ja nur Herstellungskomponenten. 4 Stück, glaube ich. Und Stahlplatten 4 Stück. So. Dann sollten wir jetzt alles haben. Gehen mal zurück. Gucken wir mal. Gut, ich würde das gerne noch. Okay, das geht jetzt nicht mehr. Okay, sollte gehen. So. Super. Passt. Ist noch irgendwo was ohne? Ist noch wer ohne Fahrschein? Boah, sieht man aber heute auch schlecht hier. Also irgendwie habe ich noch ein paar Probleme mit dem Zielen. So. So. Dann müssen wir hier unseren. Ne, müssen wir eigentlich nicht. Das sollte halten, oder? Gucken wir mal. Gucken wir mal, ob das hält. Sollte eigentlich nur eins runterfallen. Okay, hält. Super. So. Das ist dann quasi zum Transportieren. Wir nehmen mal das und packen das hier rüber. So, erstmal die. Wieso liegen eigentlich die Triebwerke da vorne? Total untypisch. Die liegen doch immer da hinten. So. So, Triebwerke an. Einmal Energie. So, dann haben wir jetzt hier nochmal. Sekunde. Wir haben ja noch den Blockverbinder. Wo ist der? Blockverbinder. An- und ausschalten. So, jetzt ist er an. Dann einmal zurück und einmal das Teil hier holen. So. Gucken wir mal. Super. Einmal angedockt. Blockverbinder.
Dann können wir hier noch mal gucken. Gut, wir haben jetzt hier den Verbinder unten dran. Gut, der Verbinder von dem, wo ist der Verbinder da? Den schnappen wir uns hier und der soll, machen wir mal hier verriegeln, entriegeln, verriegeln, okay. So, dann passt der nämlich, dann könnten wir, hui, das war knapp, einmal hier hoch und den da drauf setzen. Mal gucken. So. Schauen wir mal. Zack, da ist er drauf. Jetzt gucken wir mal. So. Passt. Und jetzt brauchen wir noch die... Oh Gott, die Batterien hier drinne. Da sind sie. 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist jetzt Batterientransporter. Genau, und die könnten, müssen wir jetzt mal ganz vorsichtig probieren, ob wir die auf Laden stellen können. Gucken wir mal kurz. Batterientransporter. Aufladen. Und gucken wir mal. 9. Funktioniert. Jetzt müssen wir nur gucken, ob sie auch wirklich laden. Batterien. Tun sie. Genau, so können wir unser Teil nämlich dann später auch laden. So. Und irgendwo müssen wir aber nochmal so einen Landeplatz dafür bauen. Vorne sind unsere Bausachen, da ist unser... So, mal gucken, ich weiß gar nicht, wo wir das hinsetzen. Gut, aber wir müssen ja noch unser zweites Teil bauen. Gehen wir mal hier drauf. Projektor. Der. Baupläne und wir brauchen die Transportbox. Gucken wir mal. So. Ne, das ist okay. Okay. 7. So, da sitzt sie ganz gut. Sieht eigentlich auch ganz... Ja, sieht gut aus. So, dann hier unten mal wieder eine Verbindung. Ich glaube so. Die reicht noch nicht aus, ne? Dann setzen wir das hier hin. Das reicht auch nicht. Gucken wir mal. So, da passt es aber. So, also was brauchen wir auf jeden Fall im Inneren? Ja, so, wir müssen unseren Projektor nochmal umstellen. Projektor, der soll ja nur die Teile anzeigen, die baubar sind. Genau, aber wir brauchen 4 von den mittleren Frachtcontainern auf jeden Fall, das weiß ich schon mal. Und wir haben irgendwo vom Cockpit hier was vergessen? Ich guck nochmal. Ach ja. Da fehlten noch die Panzerglasdinger. Dann ab zurück. 4 von den mittleren Containern. Produktion. 1, 2, 3, 4. Und was haben wir hier noch übrig? Achso, naja, von dem Zeug. Alles klar. Hydrogen müssten wir auffüllen. Hydrogen. Der Rest ist Sauerstoff. Okay. So, die Sauerstoffflaschen packen wir dafür mal hier in unser Raumschiff rein. Wie kriegen wir das am besten hin? So, wir haben hier das Cockpit. Wir haben doch auch einen Sauerstoffgenerator hier. Egal, wir packen die jetzt ins Cockpit. Sauerstoffflasche ins Cockpit. Die ist jetzt irgendwie verschwunden. Wo ist denn jetzt die Sauerstoffflasche? Sauerstoffflasche. Die ist hier im Sauerstoffgenerator jetzt gelandet. Ja, naja, warum nicht? So, das war zum Hydrogen auftanken. Okay.
Alles klar, das geht da in die Richtung. Okay, passt auch. Gut. Dann haben wir das hier. Dann brauchen wir noch ein bisschen was von. Brauchen auf jeden Fall den. Brauchen was von den Leitungen. 1, 2 mal 4 sind 8. Dann bauen wir mal 10 davon. Von diesen Innenleuchten brauchen wir, von diesen Leuchten brauchen wir auf jeden Fall auch was. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Und dann gucken wir mal, was wir noch brauchen könnten. Einmal mitgenommen. So, und bauen wir erstmal den Container hier fertig. Wieso ist es denn immer so? Wieso ist es denn immer so, dass er daneben zielt? Haben wir hier irgendwo in den Spieleinstellungen irgendwas Komisches eingestellt? Sichtfeld haben wir ein bisschen hochgestellt, aber das kann eigentlich nicht sein. Gut, das haben wir. Dann die brauchen wir, das ist klar. Ich verstehe es nicht. Okay. Komisch. Warum? Ich will gar nicht, dass der das hier baut. Ich will gar nicht, dass er die Batterie baut. Ich will, dass er der diese Teile erstmal fertig baut. Das ist doch Mist. Okay, so. Das ist gut. Dann hier in der Mitte kommt eine Batterie. Okay, brauchen wir also noch eine Batterie, einen Verbinder und einen Blockverbinder. Batterie, Verbinder, Blockverbinder. Okay. Produktion. Batterie. Verbinder. Blockverbinder. Super. Und wahrscheinlich noch ein bisschen Eisen am Ende. Weiß gar nicht, ob wir davon noch was haben. Gucken wir uns dann an. Ja, haben wir auch noch. Hätten wir auch noch gehabt. Super. Dann lassen wir das hier mal produzieren und dann haben wir auch unseren Transportbehälter fertig. Noch ein bisschen Tee zwischendurch trinken, damit meine Stimme hier nicht untergeht. Oh, super, das sieht doch gut aus. Wie sieht denn es eigentlich hier in unseren Raffinerien aus? Das Eisen hat er jetzt schon total weggefräst. Beim Rest sieht es hier auch ganz gut aus. Wir gucken mal hier. Silizium haben wir. Wir haben viel Schotter. Naja, gut, braucht kein Mensch. Schrott gibt's nicht. Okay. Super. So, dann haben wir ja erstmal den größten Teil hier zusammen. Dann geht's zurück. So, hier ist die Batterie. Komisch. Jetzt kriege ich das gar nicht mehr richtig. Sehr merkwürdig. Okay, jetzt zeigt er gerade auf die Batterie. Aber auf welche Batterie zeigt er denn? Die Solarzelle zeigt er dort jetzt, ja? Hä? Was macht er denn hier mit mir? Okay. Batterie haben wir. Gut, dann können wir jetzt die Container außenrum bauen. Dann haben wir hier oben die Leuchten, diese Teile. Super. Hier oben sitzt der Verbinder drauf.
Okay. Ja, seht ihr, so baut sich das doch hier schon ganz angenehm, ne? So geht das zügig. So, das passt auch. Und müssten wir jetzt hier unten nochmal schauen, dass hier noch die letzten Teile quasi in die Produktion gehen. So. Passt auch. So. Ja. Fertig. Das ist quasi dann... Ihr habt ja, also, um das nochmal kurz zu verdeutlichen, was ich jetzt hier baue, was ich im Projektor habe, sind Projekte, die ich im Kreativmodus mit euch auch zusammen gebaut habe. Das ist eine andere Playlist. Die Sachen wurden am 24. zu Weihnachten veröffentlicht und da haben wir diesen Transportmechanismus gebaut, also quasi einen Transporter, der dieses Teil hier von A nach B bringen kann. Mhm. Und dazu auch einen Bohrer gebaut, der dann zum Beispiel Eis abbauen kann. Das läuft in dieses Teil rein und wenn das jetzt fertig ist, dann wird es nicht umtransferiert, sondern dieser Transporter, der da oben jetzt draufsteht, nimmt es dann mit und bringt es quasi weg. Ja? Deswegen holen wir jetzt auch den Transporter. Müssten jetzt mal schauen, dass wir den erstmal das Laden ausschalten. Die Triebwerke sind an, okay. Dann nehmen wir den da ab. Beziehungsweise eigentlich ist das nicht so clever, das abzunehmen. Wir machen den mal wieder an. So. Und nehmen das mal mit. Und setzen das irgendwo hier unten ab. So. Ja, wir setzen das zum Beispiel hier ab. Zack. Gucken wir mal. 4 steht. Super. Dann holen wir uns jetzt hier drüben, nämlich diesen Transportbehälter. Ja, müssen wir mal gucken. 4. So, jetzt ist es angedockt. Dann können wir den hier unten abschweißen. Super. So, jetzt haben wir den Transportbehälter. Setzen den quasi hier drüben hin. Können wir auch wieder absetzen und da hinstellen. Super. Einmal abkoppeln. Perfekt. Super. Dann, was wollte ich mit dem Teil eigentlich machen? Weiß ich gar nicht mehr. Gut. Okay, dann steigen wir mal kurz aus. Bauen uns mal hier noch eine Plattform vor. Mindestens, dass er ein bisschen größer ist. Ja, ich denke, so sollte es erstmal reichen. Machen wir hier unten, dass wir die verfestigen. So. Ziehen das hier noch rüber. Hier auch einmal. Super. So, dann setzen wir den mal hier ab. Ja, nicht zu schräg. So. Und einmal aufsetzen. Triebwerke aus. Batterien laden eh. Dann brauchen wir jetzt hier noch zusätzlich ein bisschen... Ich weiß gar nicht, was haben wir denn jetzt hier? Haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwas nicht ordentlich gebaut? Fehlt irgendwo ein bisschen was? Wir haben immer noch Sachen übrig. Und ich weiß nicht wovon. Komisch. Komisch, komisch. So, das heißt, das können wir wegschmeißen. Wir holen uns die, diese Sachen hier. Dafür schmeißen wir die dann wieder rüber. Gehen hier auf demontieren, außer das. So, schnappen wir uns noch hier. Gut, dann können wir jetzt hier drüben unsere Plattform nochmal schnell fertig basteln.
Wunderbar. Ja, hier unten noch. Eins. Ah, da fährt auch noch einer. Super. Fertig. Dann sieht man hier jetzt nämlich wunderbar diese, diese Kombination aus diesen tollen Sachen. Ja, also aus diesen... na, ihr wisst schon, ne? Also hier so, oh Gott, wir sind super. Let's Player und einem bleiben die Worte weg. Typisch. Das ist unsere Transportbox. Das ist der Heber, ja? Also der ist dazu da. Der wird quasi auch unten angedockt und damit kann man dann Sachen anheben. Mhm. Zum Beispiel den Bohrer, den wir noch bauen müssen. Den können wir hier schon uns mal kurz angucken. Wir schnappen uns mal unseren Projektor, sagen dem Projektor einen neuen Bauplan. Das ist nämlich der Ice Rover. Genau, und den müssen wir jetzt noch ein bisschen erhöhen, beziehungsweise, das ist natürlich blöd, ne? Ich guck mal kurz, hier gibt es jetzt auch keine andere Einstellung dazu. Okay, das heißt, wir müssen jetzt nochmal kurz hier den Projektor umschalten. Wieso hat der hier eigentlich jetzt wieder so einen komischen Namen? Der hat, hieß doch eigentlich Bauplattform. So. Den Projektor müssen wir mal kurz anschalten, dass er das nicht nur so anzeigt. Genau, das ist der Rover. Genau, und den Rover müssen wir jetzt ein bisschen verschieben. Nach da. Ja, so sollte reichen. Und noch nach da. Ist ungefähr mittig. Da sollte er nicht ranstoßen. Ja, wobei, da sollte er nicht ranstoßen. Gut. Und dann müssen wir jetzt mal hier hochzielen. Ups. Genau, da könnten wir jetzt dann die Batterie am Ende bauen. Hier wäre vielleicht noch ganz praktisch, wenn wir hier mal... Wobei, eigentlich sollten wir hier vielleicht sogar noch einen vorsetzen, ne? Machen wir mal so. Und dann setzen wir dafür hier unten einen drunter. Zack. So. Wunderbar. Passt. Genau, unsere Bauplattform passt. Unser Rover wäre dann hier drauf. Da hinten wäre quasi... Ich weiß gar nicht, warum hier nichts dran ist. Merkwürdig. Gut, aber der Rest passt. Okay, und diesen Rover müssten wir dann quasi auch noch bauen. Bauen wir den noch? Lasst uns das mal machen. 1, 2, 3, 4 Batterien brauchen wir. Dann haben wir nämlich hier unten unsere Sachen auf dem Planeten komplett. Was habe ich gesagt? 4 Batterien. 1, 2, 3, 4. So, und dann gucken wir mal weiter. Dazu brauchen wir dann noch 1, 2, 3, 4. Auf jeden Fall ein Cockpit, ein Erdsensor und viel Eisen. Gucken wir nochmal dahin. Jetzt fehlt uns schon wieder irgendwas. Ach so, ja, super. Ganz toll, wir haben das hier auf Demontieren gesetzt. Wo sind sie? Da. 1, 2, 3, 4. Ein Cockpit. Mal gucken, ob das Cockpit hier immer noch falsch ist. Sehe ich jetzt nicht. Wir können es mal ein bisschen hier so zusammengruppieren. Ne, jetzt ist richtig. Okay, dann habe ich vorhin anscheinend das falsche Cockpit angeklickt. Okay. Ist nicht so schlimm. Gut, dann haben wir das, dann haben wir das. Von denen brauchen wir bestimmt noch auch noch welche. Aber ich habe gesagt, wir brauchen vor allen Dingen auch Eisen. Dann geben wir hier nochmal ein bisschen Eisen rein. Und was wir hier noch auf unserer Station bauen müssen, ist irgendwann ein Bereich, wo wir Sachen abwerfen können. Da müsste ich dann mal gucken. Wir hätten einerseits hier die Möglichkeit.
könnten das auch theoretisch dorthin setzen. Ah, ganz interessant hier vielleicht. Haben nur noch 31 Platten. Okay. Also mal angenommen, wir bauen jetzt hier die Platten fertig. So. Dann würden wir die hier. Bauen wir die hier auch so? Da sind die so. Genau. Dann quasi hier so hoch. Sind wir jetzt schon auf der Höhe? Ich glaube ja. Können wir mal hier so rüber peilen. Ja, sind wir. Okay, das ist aber dann zu hoch. Hier würden die hinkommen. Wir planen mal nur schon so ein bisschen vor, dass wir das quasi im Kopf behalten, kümmern uns dann aber eigentlich drüben um den Bohrer. Oh, hier unten muss mal gucken, dass wir den hier noch rankriegen. So einer ran. Und hier kommt dann der hin. So, ist das etwa ähnlich? Ja, oder? Sieht genauso aus wie drüben. Gut. Gut, hier kommt dann so ein Übergang hin. Bis hier, den wir damit verbinden. So. Genau, sieht ganz gut aus. Okay. Hier wahrscheinlich noch ein Aufgang. Okay, dann würde das da lang gehen und da hochführen. Okay, alles klar. Passt. Dann widmen wir uns jetzt trotzdem wieder dem Rest der ganzen Sause hier. Und bauen hier vorne mal am Bohrer ein bisschen weiter. Komm schon. Ist aber echt hakelig hier. Ich weiß nicht wieso. Also wenn da jemand mal einen Tipp hat, da wäre ich ja echt dankbar. Ja, warum ich hier so rumhakel. Das gibt's nicht. So, Batterie. 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 Genau, so. Gut, Batterien, Cockpit. Ich habe doch gerade noch irgendwas gesehen, was ich auch bauen muss. Ja, genau, einen Verbinder brauche ich auf jeden Fall. Den können wir hier schon mal reinschmeißen. Von denen brauchen wir was. Von denen bestimmt auch. Und einen Verbinder. Gut. Dann packen wir die Sachen doch hier einfach mal um, auch eine Runde. Oh, kann er hier schon mal ein bisschen zusammenbauen. So, dann zurück. Batterie. 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 Batterie, das ist quasi der Boden. Dann haben wir ja hier unten ein bisschen leichte Panzerung drunter. Perfekt. Also jetzt geht es auch so ganz gut mit dem Baum. Hier vorne kommt das Cockpit ran. Über das Cockpit kommt das so. Super. Passt auch. Sehr gut. Da hinten. Okay. Gut, dann brauchen wir Gyroskope. Hier kommen die Teile rauf. Okay, Gyroskope. Und wir brauchen noch mehr von den Teilen hier. Sekunde nochmal. Also, Produktion. Brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen was davon. Noch davon. Und Gyroskope 1, 2.
Okay. Packen das hier auch mal so ans Ende. Gut. Einmal zurück. So. Dann sollten wir hier für den Verbinder... Da fehlen uns jetzt irgendwie Computer, weiß nicht warum. Gut, das passt. Da kommen die Gyroskope ran. Da vorne noch Scheinwerfer. Zwei Scheinwerfer, ein Erdsensor brauchen wir noch. Gucken wir mal. Na, ist jetzt, sind jetzt Sachen da oben rein? Nö. Also, Produktion nochmal. Zwei Scheinwerfer, 1, 2. Und einen Erdsensor. Dazu auf jeden Fall zwei Solarzellen. Wo ist denn der Erdsensor? Da. Okay. Dann hier nochmal zurück mit dem ganzen Kram. Nehmen wir das mit. Und bauen weiter. Also irgendwie hier fällt mir der Bau leichter, aber vielleicht ist der Bau auch unkomplizierter gerade, weil es nicht ganz so komprimiert ist. Mag auch daran liegen. Na. Och, das gibt's doch schon wieder nicht. Hallo. Schalten wir um, so. Okay, so geht's auch. Da sind die Gyroskope dann. Okay. Gyroskop. Vorne ist Scheinwerfer. Ja, passt, passt, passt. Dann basteln wir mal hier die Teile nach oben. So, der sieht an sich ähnlich aus wie unser anderer. Ihr wisst schon. Wie unser anderer Bohrer. Also von der Konstruktion habe ich den ähnlich gebaut. Nur, dass der halt keinen eigenen Lagerraum hat, sondern quasi einen Lagerraum, der mitgenommen wird, wenn man so will. Passt. Dann brauchen wir noch einen Kolben. Und ich glaube noch zwei Solarzellen. Wir haben nur zwei in Auftrag gegeben, ne? Gucken wir mal. So, dann brauchen wir, was habe ich gesagt? Kolben. Sollen wir mal gucken, da ist ein Kolben. Kolben. Und noch zwei Solarzellen. 1, 2. So, was ist das? Das ist für ein Erdsensor, ne? Auch alles gut aus. Schmeißen wir auch mal hier hinter. So. So. Nee, das nicht. So. Okay. Gut. Dann haben wir die meisten Sachen. Am Ende brauchen wir ja auf jeden Fall noch einen Bohrer. Gucken wir dann mal. Aber erstmal. Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen. Von dem brauchen wir nicht so viel. So. Und zurück. Genau. Ich würde aber sagen, wir haben schon wieder ein bisschen mit der Zeit nicht drauf geachtet. Wir gucken das Ganze uns dann in der nächsten Folge zu Ende an und bauen den Bohrer fertig. Den Eisbohrer, wie auch immer. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen.